Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich etwas ganz Wichtiges sprechen. Ja, und es geht über die Herrschaft der Sünde über die Menschen und dass Jesus befreit von dieser Knechtschaft. Und nicht jeder ist einverstanden, dass er ein Knecht ist, aber erst wenn man wirklich so das Leben sieht und mit manchen Leuten spricht oder sich selber sehr gut kennt, dann sieht man, wenn man manchmal will was tun und dann kriegt man es nicht hin. Oder man will das tun und tut was anderes. Wieso? Einer sagt, ich will vergeben, aber ich kann nicht vergeben. Einer kann sich nicht freuen, wenn der andere glücklich ist. Dein Freund ist glücklich, ihm ist alles, fällt irgendwie zu und du kannst dich irgendwie nicht so begreifen, verstehen, sich freuen mit ihm. Im Gegenteil, du hast Neid im Herzen. Auch die Pharisäer, die haben Jesus beneidet. Deswegen haben sie ihn ans Kreuz gebracht. Das, was er vollbracht hat, wie er gesprochen hat, konnten sie nicht. Und da kam Neid. Die wurden Sklaven von diesem Neid, Jesus ans Kreuz und so vieles. Deswegen lese ich jetzt in Römer 6, der Vers 6 und dann 17 und 18. Letztendlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist und was jetzt euer Leben bestimmt. Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Ja, jetzt, wo wir Jesus angenommen haben, wo wir uns bekannt haben als Sünder, die eigentlich konnte nicht ohne ihn das tun, was er wollte. Und wir sagten, vergib uns alles, was wir getan haben. Und wir schauen aufs Kreuz und sagen, Jesus, du bist der Retter. Und nehmen ihn in unser Herz auf und öffnen unser Herz. Komm in uns rein. Und dann dienen wir ihm. Wir gehen in die Taufe. In der Taufe werden wir so wie begraben. Das Wasser bedeckt uns. Und wir stehen auf als diese neuen Menschen. Und wir beherrschen die Sünde. Das ist so wichtig zu wissen. Es ist nicht mehr da. Das Alte ist vergangen. Das Neue ist jetzt gekommen. Ich lese noch aus 1. Korinther 6, 19 bis 20. Oder ihr wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott. Und gehört nicht euch selbst, denn ihr seid teuer erkauft. Darum so preist Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Gehören wir Gott. Unser Körper gehört ihm. Er ist der Tempel des Heiligen Geistes. Heiliger Geist wohnt in uns. Und wir bitten noch mehr, Heiliger Geist, erfülle uns voll, dass wir dir ganz gehören. Immer wieder aufs Neue. Wir merken, wie mehr brauchen wir von ihm. Und wir weihen uns ihm. Und das ist etwas ganz Besonderes. Aber etwas ist hier Wichtiges gesagt, denn wir sind teuer erkauft. Das ist nicht so von alleine gekommen. Jesus hat sein ganzes Leben bezahlt für uns. Er hat mit Tod am Kreuze versiegelt, dass wir eigentlich können jetzt seine Kinder werden. Es war teuer. Jesus musste sein ganzes Leben, wo er gelebt hat, er wusste am Ende, musste diesen bitteren Tod erleiden. Er, der keine Sünde getan hat, der also gelebt hat nach Gottes Willen, immer im Kontakt mit dem Vater. Der hat die Leute gesund gemacht, er hat geheilt, der hat wunderbare Werke getan, der hat das Essen gegeben, der war ganz, ganz also den Menschen hingegeben und letztendlich musste sterben, sterben und die ganze Last der Sünde dieser Welt ist auf ihm. Teuer erkauft sind wir. Deswegen, wenn man das so vor Augen hat, dass dieser Herr Jesus, der eigentlich von Anbeginn der Welt war, der schon die Welt geschaffen hat, der eigentlich, wie er sagt, ich war noch vor Abraham, dem gehört der ganze Lob dieser Welt und Ehre und Ruhm. Und er stirbt für die Menschen, er gibt sein ganzes Leben. Und das ist teurer Preis. Und wir sollen es immer wieder an das denken. Gerade jetzt, wenn kommt Osternzeit, wenn kommt auch dieser Karfreitag. Wir machen immer am Karfreitag Abendmahl. Oder wir gedenken auch, was er getan hat und gehen mit ihm in die Leiden. Weil wenn wir auch das Abendmahl des Herrn nehmen, dann werden wir teilhaftig mit ihm. Wir nehmen das Brot ein und denken, Jesus, das hast du getan. Ich will es so erleben jetzt, weil ich dich fühle, ich dich
liebe dich. Das ist so wichtig, dass ich auch nicht mehr der Sünde hingegeben. Ich bin kein Sklave mehr. Ich muss nicht das tun. Und wenn jemand noch als Christ ein Sklave ist, dann muss er sich befreien. Das ist so wichtig. Frei werden, denn Jesus hat uns erkauft. Wenn man nur dieses vor Augen hat, was er für uns getan hat, dann werden wir doch nicht mehr so verführt, etwas tun, was Gott nicht gefällt. Gott möge uns da wirklich Gnade geben. Es ist wichtig zu verstehen, dass unser Leib gehört jetzt Jesu. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes und wir sind teuer erkauft. Und das ist also so ein Anspruch auf das, dass wir jetzt Gott lieben und keine Knechte mehr sind der Sünde oder diesen Gewohnheiten, die uns manchmal beherrschen. Nein, wir sind bestimmt jetzt durch Jesus, weil er in uns reinzieht. Er sagt, ich will in euch sein. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieser Christus, dieser mächtige Herr, der will also in uns leben, uns diese Gesinnung auch geben, dass wir so leben, wie er lebt. Wir sind teuer erkauft. Diese Gedanken sollen uns wirklich auch beherrschen und uns bestimmen und uns helfen, auch Gott zu dienen. Ihm sei Ehre gebracht. Amen.